Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf den Seiten der Alliierten zur letzten Mission der Alliierten. Ja, wir haben Moskau hier ziemlich eingekreist, muss ich sagen. Und ja, dann geht's, würde ich mal sagen, mal los an diesem Sonntag. Und ja, klicken wir mal. I assume everyone can handle the orders they have been given? Any questions? Good. Give him hell. Mist! Ja, Freunde, das war eine Szene aus dem Intro. Ja, genau sowas wollen wir natürlich auch machen, im Hintergrund mit der Basilius-Kathedrale. Und ja, wie gesagt, wir sollen Stalin jetzt den... Moment, ich mache es so, damit der nicht wieder spackt hier mit dem aufnehmen. Ja, wir sollen Stalin Saures geben. Letzte Mission. Aber die Mission fängt sehr kompliziert an. Wir haben nämlich hier eine Tanja. Schieß sie kaputt, komm. Ach, so. Stehen umringt von Fässern. Das ist der Riesenangriff. Eine Tanja und zwei Diebe. Das sind Diebe, die wir da haben. Mit denen können wir nämlich die Kohle klauen, weil wie ihr seht, oben rechts nur 1800 Credits. Oh! Scheiße. Da kann ich direkt nochmal neu. Ja, da oben steht eine Tesla-Spule und... Ah, die Musik wieder. Ach, doof. So, Soundsteuerung. So. Gut, da oben steht eine Tesla-Spule, das heißt, wir müssen uns hier beeilen. Okay, gut, Diebe, dann kommt man da raus. Weil da oben, der baut gleich eine Tesla-Spule auf. Das ist nicht so gut gelaufen gerade eben, aber das passt schon so. Genau, der große Angriff. Und ich hab's wieder verkackt, das kann doch nicht wahr sein. Nicht löschen, nicht speichern. Einsatz laden. So, laden bitte. Was ist das für eine scheiß letzte Mission, jetzt mal ehrlich. Der Riesenangriff auf Moskau und wir kommen hier mit einer Tanja und zwei Diebeinheiten an. Alter, jetzt hat er... Jetzt hat er hier schon wieder das Fass abgeschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Was ist los, ey? So, direkt da oben drauf. Schieß! So, und du schießt. Gut, schieß sie alle ab. Gott. So. Schnell weg hier. Da ist der Scheißhund da oben. Weg damit. Ja, da kam die Tesla-Spule, okay. Okay, nicht schlimm, alles gut. Puh, okay. Ja, wie gesagt, mit dem Dieben hier können wir Credits klauen. Das Silo hier unten können wir nicht klauen, weil da automatisch einer triggert, dass der eine Granate draufschmeißt. Und den hier im Wald habe ich natürlich wieder nicht gesehen. So. Alles klar. Ja, wie gesagt, letzte Mission mit den Alliierten. Ich bin mal gespannt. Also das kann heiter werden, Freunde. Ja, genau, die Diebe da. Opie Pasto. Keine Ahnung, was das heißt, aber...
Geht klar, Chef, genau. So, und? Ah, Tanja, schieß doch den kaputt! Oh, ich kann wieder laden. Was für eine Scheiße. Ich hätte speichern sollen, ich Idiot. Schieß den kaputt! Nein, Mann! Ich muss mich echt drauf konzentrieren hier. Ach, das ist doch scheiße, ey. Richtig kacke. So. Die bekommen wir hier hin. Ja, letzte Mission. Ich komme hier mit 3 Miniken. Ey, das ist doch so lächerlich. Tolle Alliierte, wirklich. So, der hat da unten was kaputt gemacht. Alles klar, der Grenadier. Ja gut, der Scheißhund. Was zur Hölle? Versuch Nummer 5. Ja, ich hab wieder zu spät geklickt. Verdammt. Ich verkack das hier gerade echt total. Das ist so unfassbar. Und weg damit, und weg damit. So. So. Und dann hier. Oh, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wie viele Versuche brauche ich noch? Alter Schwede, ey. Das ist gerade ein lustiger Anfang. Ach, Gott. Ich sehe irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Männchen und ich komme hier mit 3 an. So, der Scheißhund da oben. So. Und ist da einer im Baum oder so? Ja, und? Stopp. So. Alles klar. Weg damit. So. Alter, das gibt's nicht. Jetzt habe ich den Grenadier da im Wald übersehen. Was ist das für eine letzte Mission, ey? Finale Angriff und ich habe hier 3 Männchen. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach nur lächerlich. So, da oben kommt gleich der Scheißhund. Nein, 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 nein! Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Das kann ja wohl echt nicht sein. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie lange versuche ich das jetzt schon? Ich versuche das jetzt schon 5 Minuten lang. Nein. Nein, das geht nicht. Alter Schwede. So. Jetzt komm. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. So. Ich gruppiere die jetzt erstmal nicht, sondern ich tue die Diebe jetzt erstmal hier nach vorne. So, damit die wie ja nicht abgeschossen werden, ey. Mann, 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 Mann. So. Und die Diebe bitte zurück. Und da kommt der Scheißhund da oben. Der Grenadier weg. So. Boah, das speichere ich jetzt erstmal. Meine Güte, ey. Was für ein Anfang. Was für ein Anfang. Das ist auch so sinnlos, dass man bei der letzten Mission mit 3 Männchen auskommen muss. Es ist so scheiße. Es ist so lächerlich. Ein großer Großangriff der Alliierten. Und wir haben hier wirklich 3 Männchen. Das ist so... Keine Ahnung. Der Hund! Ah, der Hund, ey. Der scheiß Hund, der da kommt. Soundsteuerung. Gruppieren. Und jetzt ganz langsam. Ganz langsam, Tanja. Da ist der Grenadier. So, da sind die Tonnen. Die Fässer zumindest. Alter Schwede, jetzt schießt sie nicht auf die Fässer, ne? Doch. Okay. Sehr gut. Da kommt gleich noch ein Scheißhund. Da muss ich drauf aufpassen, aber erstmal speichern. Speichern direkt. Komm. Speichern. Ich guck nochmal, ob der aufnimmt. Ja, das passt soweit. So, weg damit. Ah, da ist der Scheißhund. So. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen freie Bahn, Mann. Alter Schwede. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein, ey. So, dann kommt noch ein Flammenwerfer. Alter, das ist auch mega fair jetzt, ne? Wenn die sich da so fett tarnen, ey. So, immer hinter den Bäumen versteckt. Ja. Aber Gott sei Dank kenne ich hier schon den Weg. Nochmal speichern, bitte. So, der Scheißhund. Weg damit. Kann das sein, dass das ein bisschen schwerer ist als die anderen Missionen? Also, nee, nicht als die anderen Missionen, sondern als die anderen Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Es tut mir leid. So, mach das kaputt. Machen jetzt erstmal hier alles kaputt. Ich kenne nämlich noch so ungefähr den Weg. Wo kommen diese 5 Männchen her? Hä?
Axt zur Hölle, die hatte ich aber auch in dem Let's Play nicht gesehen. Also fünf Mannequin. Naja, egal. Schauen wir mal weiter einfach. Da kommt ein Hubschrauber. Wow, okay. Das war mal eine Explosion. So. Speichern. Kein Bock, das alles nochmal zu machen. Das ist schon anstrengend genug hier. So, wir können natürlich Flammenwerfer raus, ist klar. So. Und der Truck, der da ist, der kriegt sogar Schaden von uns. Okay. Aber. Ob ihr Bastard. Genau. So, Testerspulen sind kaputt. Funktionieren nicht mehr. Ja, da kommen zwei Scheißhunde. So, ich glaube, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Testerspule wegmachen. So. Gott, das war jetzt aber mal echt anstrengend. Und ich muss einmal ganz kurz mein Ohr kratzen. So, gucke ich nochmal. Ja, passt. Credits gestohlen. So, wo kommen sie her? Jetzt kommen die von unten. Hä? Normalerweise kommen die von oben. Das ist alles so komisch jetzt gerade. Aber ja, so, da kommen meine Einheiten. Da ist meine Basis sozusagen. Lass die mal hochfahren. Die Artillerie, kommst du da vorbei? Ja, Sir. Die kommt dran vorbei, perfekt. Der trifft gar nicht, ne? Das ist ein... Was macht ihr? Hallo? Ihr sollt nicht hier... Fahrt doch hoch! Verdammt. Gott. Ah, der Bauhof. Oh Gott. Wieso... Moment mal, ich will eigentlich meine Basis hier aufbauen. Ich mach's kaputt. Ich mach's einfach kaputt, weil ich will meine Basis nicht hier oben haben. Ich will die hier unten haben, wo der Stützpunkt von dem anderen war. So. Mach den Bauhof im Arsch. So, weil das ist doch ein optimaler Standort für eine Basis. Hier haben wir hier noch so ein paar Mauern unten. Wieder diese stylische Mucke. Ja! Oh fuck! Tanja ist schon weg. Ja, super. Scheiße. Aber ich glaube, das passt so. Ich meine, die Tanja werde ich eh nicht benutzen. Im restlichen Missionsverlauf. Und daher, ja. Er hat alles verkauft, wie ihr seht. Also, die Waffenfabrik, die hätten wir nicht einnehmen können, selbst wenn wir es gewollt hätten. Nee, das wäre nicht aufgegangen. Ja, lass die Edelsteine da liegen. So. Fahrt einfach drüber. Schießt nicht auf die Edelsteine. Schießt nicht auf die Edelsteine. Nein, was macht ihr denn? Verdammt. So, dann hier. Dann kommt der Bauhof hier und dann... So. Der kommt dann hier so in die Mitte. Ihr könnt dann mal den Baum da kaputt schießen. So. Damit der mich dann nicht stört. Nein, nicht dahin fahren. Ihr sollt drauf schießen. So. Du auch. Schieß mal drauf, komm. Hey, die wollen nicht drauf schießen. Sind wir jetzt hier mit Umweltschützern, haben wir es hier zu tun, oder was? Ja, Umweltschutz ein aktuelles Thema. Ja, ich weiß nicht, was ich von der ganzen Thematik halten soll. Also mit Greta und dem ganzen Schrott. Ja, keine Ahnung. Das wird alles ein bisschen übertrieben momentan hier in Deutschland. Finde ich. Also, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Also, oder... Ja, ich finde es etwas übertrieben mit dem ganzen Klimaschutzdebatten und Dieselfahrverbote und sowas. Das ist was, was kein Mensch braucht. Weil zum Beispiel bei den Fahrverboten ist es ja so, die sperren eine Strecke, aber dann können die Autos auch andersrum fahren. Also verbrauchen dann noch mehr. Also fahren dann eine Ausweichroute und deswegen finde ich diese ganze Thematik eher schwachsinnig als sinnvoll. Genau, das war mein Statement zu diesem Thema. Weil, ja. Ich habe gerade nochmal geschaut, der nimmt auf. So, Spielgeschwindigkeit wieder hochschrauben. War das so oder war das so, wie ich gespielt habe? Ich glaube so. Ah, jetzt hat das wieder nicht angenommen. So, dann einmal speichern nochmal. Mission 16. Gut, letzte Mission, Freunde. Letzte Mission. Das wird. Eieiei, das wird. Anstrengend, sag ich mal. Es wird verdammt anstrengend. Mal die Russen, sobald ich mich hier fortbewege, greifen die von drei Seiten an. Deswegen werde ich auch
erstmal nicht weiter erkunden. So, die Raffinerie stelle ich mal hier unten hin, weil da hier, obwohl hier oben die Edelsteine sind, aber hier unten ist das mal wichtiger, weil hier unten sind auch noch ein paar. Na, da kann ich ja schon mal erkunden fahren da unten. So, ich habe noch 2500 Credits, das ist natürlich nicht die Welt. Und das ist dann direkt eine Waffenfabrik. So, seht ihr, das hier ist ein Arsch voll, wirklich ein Arsch voll Edelsteine. Finde ich schon sehr krass. Also, was wir hier uns alles leisten können, das ist unfassbar. Ja, wir können die ganze Stärke des alliierten Arsenals nutzen. Oh, da kommen schon die ersten Panzer angeschissen. Super. Fangt den direkt ab, komm. Du kannst mal kiten. Kite. Und kiten, kiten, kiten. Ja, oder so, komm. Mach den kaputt, los. Und den scheiß Raketenwerfer da weg. Komm schon, komm schon. Der kommt nämlich jetzt im Minutentakt angeschissen. Das ist so. Letzte Mission halt. So, das haben sie geschafft. Sehr schön. Oh, die Waffenfabrik kommt mal dahin. So, dann baue ich mal ein großes Kraftwerk und noch einen Sammler. Ganz wichtig. Und der sammelt hier schön die Edelsteine auf. Das finde ich sogar so ganz super eigentlich. Ja. Das passt ganz gut. So, habe ich ja... Energie. Dann kommt die mal hier oben hin. Verkaufe ich mal die hier. Ah, der kommt mit Mix. Der kommt mit Mix angeschissen. Okay. Gut, das heißt, dann brauche ich hier Raketentypen. Bazooka-Infanteristen, was auch immer. So, da ist der Sammler, der zweite. Der kann mal hier unten hinfahren. Der will nämlich auf meine Energie, der Penner. Ja, das war klar. So, was können wir jetzt bauen? Da können wir jetzt bauen und mal einen Kampfpanzer. So. Weil das hier, das reicht nicht lange. Vor allem der hier, der kann dich mal opfern. Ja, ich opfere Zivilisten. Das ist nicht die schönste Art, aber es muss halt im Krieg manchmal sein. Genau. Ja. Die hier oben, die Edelsteine sind gleich weg. Und super, dann kommt die Radarzentrale mal hier hin. So. Ah, der hat sogar ein bisschen erkundet, das ist schon mal cool. So, dann sehe ich ja, dass da oben wieder ein paar Sachen angeschissen kommen. So, dann fahr da mal drüber einfach. Genau so. So, zack. Habt ihr mal gesehen, wie geil die Artillerie ist, ey. So, gut, was baue ich jetzt? Tech-Zentrum auf. Oh, wir brauchen Silos. Okay, dann bauen wir mal weiter. Ne, erstmal Artillerien. Um mal hier die ganzen Bäume mal zu fällen. Das ist ja nervig hier. Ja, ich bin hier im Spiel der Umweltvernichter. Was soll ich machen? Wir sind im Krieg. Komm schon. So, noch eine. Und am besten noch einen Bazooka-Infanteristen. So, gut. Dann ist das Tech-Zentrum auch gleich fertig. So, dann könnt ihr mal hier hinfahren. Schon mal. Das kommt hier hin. Werkstatt. Wow. Das war schon ein Anstieg von der Energie, jo. Kann man so sagen. So, dann schießt ihr mal da drauf, bitte. Du auch. Ich weiß nicht, warum die manchmal nicht schießen wollen. Keine Ahnung. Ja, bis der Baum weg ist. Da ist er weg. So, sehr schön. Könnt ihr auch die kaputt machen eigentlich. Das wäre ganz cool für den Platz. Weil dann hätte ich hier ein bisschen mehr Platz. Na, zack. Und weiter Großkraftwerke. Ah, das hier geht, glaube ich, nicht. Auch nicht, wenn... Was? Boah, hab ich mich erschrocken. Der wird wieder angeschissen kommen. Und nicht, wenn nur einer drauf schießt. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das geht, glaube ich, nicht. Gut, dann geht man da weg. Das reicht ja auch. So. Gut. Ah, da unten. Da unten kommt was. Ja. Oh, Mammutpanzer. Ach du Scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Mensch. Boah, fuck, ey. So, dann einfach den Angriff auf dich. Alter, der wechselt die Ziele, ja, das ist... So, Artillerie mal auf die Mannequin. So, und du auf das Mannequin. Sehr schön, weg. Geil. Alles klar, dann passt das. Ja, wir brauchen Silos. Okay, dann Kampfpanzer. Silos kommen gleich erst. Erstmal hier unten verteidigen.
Das ist, glaube ich, wichtiger momentan. Konstruktion abgeschlossen. Zack. So. Wieder schöne Geschütztürme bauen. So. Mit Aufdecken, wie gesagt, da war, damit warte ich noch, bis der Satellit fertig ist. Weil ich will nicht unnötig provozieren. Das ist tödlich hier. Das ist echt tödlich. Weil dann kommt er nämlich dauerhaft angeschissen. Da habe ich keine Lust drauf. Ehrlich nicht. Muss nicht sein, nee. Muss nicht sein. So. Hier baue ich ein paar Hubschrauber hin später. Und zwar 6 Stück, um genau zu sein. Ja, ich habe mir schon einen Plan gemacht dafür. So, dann baue ich jetzt... Ah, hier unten können wir die Chronosphäre bauen, seht ihr?